Ich komme aus Kamerun, habe dort mein Abitur bestanden. Und nach dem Abitur wollte ich unbedingt ins Ausland gehen zum Studium. Ich bin dann in Deutschland angekommen, in Berlin damals. Ich habe erstmal ein Jahr lang meinen Deutschkurs durchgeführt, um mich dann eben in diese Sprache anzuarbeiten. Und nach dem Deutschkurs habe ich mich angeschrieben an der TU Berlin, wo ich Elektrotechnik studiert habe. Nach 5,5 Jahren an einer Universität, wo man praktisch jeden Gang auswendig kann, will man einfach nur was anderes erleben. Die Promotion in einem Unternehmen gibt mir eben die Möglichkeit, einfach nur die Erfahrung mitzunehmen der Kollegen, die Arbeit in den Projekten und davon auch zu lernen und ein besseres Bild für mein Leben nach der Promotion eben zu haben. Also zunächst mal für mich als Doktorand ist die Arbeitsatmosphäre in der Abteilung wichtig. Das heißt, dass ich die Möglichkeit habe, mit meinen Kollegen hier mich auszutauschen, dass man die Möglichkeit hat, zu diskutieren und voneinander auch zu lernen. Der nächste Punkt ist natürlich auch die Tatsache, dass Bosch in dem Thema, wo ich promoviert habe, eigentlich eine führende Rolle spielt. Das heißt, man hatte wirklich die Möglichkeit, an Produkten, zukunftsträchtigen Produkten zu arbeiten. Wenn man jetzt vom ganzen Programm spricht bei Bosch, gibt es eben dieses sogenannte Doktorandennetzwerk. Und das ist eine super Möglichkeit, um andere Doktoranden kennenzulernen, von denen auch außerhalb des Künstlers, des Wissens, des professionellen Wissens auch viel zu lernen. Dieses Netzwerk ist wirklich fürs Leben. Das ist ja nicht nur für die drei Jahre der Doktorandenzeit. Und ich finde, das ist was sehr, sehr bezeichnend für das Programm hier bei Bosch.